Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Kaplert, diesmal im Live-LP. Ja, wir haben im Livestream am Sonntag haben wir abgestimmt mit mehreren Strawpolls, was soll als nächstes als Live-LP kommen. Da wir mit Frostpunk jetzt erstmal durch sind, zumindest mit dem ersten Szenario, wird es jetzt erstmal ein paar Folgen Kaplert geben. Mal gucken, wie lang dieses Let's Play gehen wird, denn die Inhalte sind ja noch nicht so reichhaltig. Allerdings, was ich im Angezockt nicht so gezeigt habe, ist der Untergrund, den man in Kaplert erforschen kann. Und das werden wir jetzt in diesem LP so ein bisschen in ein paar Folgen uns anschauen. Also das heißt jetzt nicht, dass es jetzt ewig lang Kaplert geben wird. Aber wir werden mal ein paar Folgen machen. Also, wir gehen auf Start und starten ein neues Spiel. Und kann ich die irgendwie delete? Kann ich jetzt hier sagen delete? Komm, ich lösche hier mal. Yes. Yes. So, wir machen einen neuen Charakter, den nennen wir natürlich auch Minjas. Rasse Human, Halbelf, ein Elf, ein Ork, eine Mumie, ein Warman. Ich glaube, ich will bei Human bleiben. Ich will den Human haben. Achso, Moment, die haben ja andere Werte. Hier, Walking Speed 10%, Attack Speed, der Dunkelelf. Ein Punkt mehr Attacke. Also die sind auch nicht schlecht. Die Mumie hat 1 HP. Ah, die Mumie heilt sich selber. Die Verteidigung bei den Bormans ist hoch. Die Human, das ist Sammeln, ist schneller. Barbarian bei 2 Punkten. Also er kann besser kämpfen. 6% der Halbelf. Das Arbeiten. Oder den Elf. Halbelf oder Elf? Da sind wir schneller. Also bewegen wir uns insgesamt schneller. Der Halbelf. Working Speed und Attack Speed bei 6% mehr. Das finde ich gut. Wir rennen schneller und wir greifen schneller an. Das ist gut, da können wir uns gegen die fiesen Monster verteidigen. Wir sind männlich. Was haben wir für einen Skin? Hell. Okay, die Haare, kann man das mal drehen hier? Zack, zack, zack. Ah, den sieht man auch von hinten. Da, hier so ein Zöpflin. Die Haarfarbe ist natürlich grau, ist ja klar. Ist das grau? Das könnte grau sein, ja. Was haben wir denn hier für Frisuren? Ein Iro. Iro finde ich gut. Der Halbelf Iro Minjas wird jetzt unser Charakter für diese Session und damit ihr eventuell das nachspielen könnt, heißt der Seed für diese Folge Synapsia. So, next. Wir können Classic spielen, Casual, wir spielen Classic. Ne, Schwierigkeitsgrad, klassisch passt schon. Hier fehlt so ein bisschen die Musik, das hatte ich auch schon mal angezockt. Hier ist so still und man hört nur den alten Mann hier reden. Mal gucken. Welcome to your new home. We have arrived at Miko Colony built by our company on a planet called Keplerth. You have just spent 273 years in suspended animation. System is now about to examine your body. Please dismiss him. Ja, da sind wir gerade aufgewacht und sollen jetzt hier wickeln, dass wir uns nach 273 Jahren aus unserem Gefängnis befreien können. Und der hat so hängende Ohren. Sieht so ein bisschen traurig aus, gell, der Kleine. Ich würde gerne ranzoomen bei dem Spiel. Ja, es kamen einige Patches in der Zeit jetzt, seit ich das angezockt gemacht habe. Mal gucken, ob sich hier viel verändert hat. Wir räumen jetzt erstmal hier auf. So. Ich bin am Überlegen, ob man die Basis eventuell unterirdisch baut. Dass wir vielleicht im Untergrund leben und dort dann entsprechend alles aufbauen, weil hier oben ist nicht viel Platz. Ich müsste im Außenbereich bauen. So, haben wir auch. Wir können jetzt mal den Untergrund angucken. Da hätten wir auch eine Tür dazwischen. Wären wir sicher. So, ab in den Untergrund. Ich meine, hier können wir sich doch eine Basis aufbauen. Wenn man hier entsprechend Licht reinmacht, hätten wir eine doppelte Sicherung vor bösen Feinden. Wobei von hier unten können natürlich auch Feinde kommen, ne? Ist klar. So. Ich bin dafür, dass wir hier unten reinbauen. Dann machen wir hier zu und dann werden wir schon hier einigermaßen sicher sein. Das ist das, was ich hoffe. Mal gucken. So, was ist das eigentlich hier? Compressed Cookie, das ist sowas wie Essen. Ist auch noch ein Container. Ah. Können wir das irgendwie nicht? Ich wollte nicht
Rechtsklick? Ja, Rechtsklick. Zumindest haben wir jetzt Fackeln, da können wir gleich mal ein bisschen Licht machen. Und die Knochen nehmen wir mit, den Container lassen wir mal. Backpack machen zu. Ich glaube, von unten können sie auch kommen. Ich kann es ja mal ausleuchten. Ja, sie können von unten kommen. Okay, da gehen wir später hin. Ich habe gerade beschlossen, dass wir das ändern werden. So, wir werden erstmal an der Oberfläche erstmal ein bisschen Sachen sammeln. So, Hunger haben wir keinen. Wir gehen einfach mal hier hin und... Ups. Da ein Stein. Räumen wir erstmal ein bisschen auf. Ich habe das Gefühl, dass ich die Wände mit verklopfe. So. Hier ist jetzt wenigstens leise Musik. So, dann holen wir noch ein bisschen Holz, noch ein bisschen Steinchen. Jetzt haben ja viele gesagt, oh, dieser Klon von RimWorld. War das ein Lagerfeuer gerade? Habe ich gerade ein Lagerfeuer aufgenommen? Sehr gut. Wir sammeln ein bisschen. Dann haue ich die auch nicht weg. Die lassen wir hier so ein bisschen als Kultivierung. Ja, das Spiel hat sehr, sehr viel von RimWorld. Das ist richtig. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde immer, sich da massiv drüber aufzuregen, dass ein Spiel aussieht wie ein anderes oder so weiter. Also wenn jemand ein Spiel 1:1 klont, also wirklich einfach das nachbaut. Nehmen wir jetzt mal PUBG und Fortnite. Ne? Da muss man sagen, das finde ich viel, viel schlimmer, weil zum Beispiel die Fortnite-Macher haben mit den PUBG-Jungs zusammen dran gearbeitet an PUBG und haben irgendwann gesagt, wir machen das Ganze jetzt nochmal selber. Also das ist jetzt kein hundertprozentiger Klon, aber da haben sich auch viele aufgeregt. Ich finde einfach, man profitiert doch davon, wenn man Spiele oder Spielideen aufnimmt und vielleicht sogar noch verbessert. Und natürlich Prison Architect, dann RimWorld und so weiter. RimWorld ist natürlich ungeschlagen und ich kann das auch absolut nachvollziehen, weil RimWorld ist natürlich ein Klassiker und gerade auch mit den mit diesen ganzen ja Workshop-Anbindungen und dieses Spiel ist halt relativ neu. Ich finde es trotzdem gut. Mir macht Spaß. Und wie gesagt, wir haben im Stream auch abgestimmt gegen eine weitere Folge von Frostpunk. Wir haben abgestimmt gegen Prison Architect zum Beispiel. Und die Leute wollten Kepler sehen. Oder zumindest, das waren jetzt 300-400 Leute, die im Stream da live dabei waren. Und 150 oder so haben abgestimmt oder 160. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich mag selber spielen, dieses Spiel. Weil ich da in dem Angezockt immer eine halbe Stunde nur ein bisschen was sehe. Und da schon Bock habe, auch von so einem Spiel ein bisschen mehr zu erleben als nur so ein Angezockt, ne? Wir gucken einfach mal, wie lange es uns Spaß macht, beziehungsweise wie lange es mir beim Spielen auch Spaß macht. Und dann werden wir einfach entscheiden, wie lange das hier geht. So, langsam könnten wir uns mal ein bisschen Werkzeuge craften. Ich glaube, wir haben auch genügend Material bekommen. So, C ist craften. Und wir craften uns eine Stone Axe. Ich glaube, das war hier und da Steine. Ich weiß noch nicht, ob es ausreicht. Ja, 6 können wir machen. Dann haben wir die Stone Axe. Und dann haben wir noch die Pickaxe. Da muss ich das wieder reinlegen. Schade, dass das nicht drin liegen lässt. Um dann im Untergrund da so ein bisschen was zu machen. So, dann haben wir die normale Axt. Dann können wir das hier mal so ein bisschen umsortieren. Essen ins Inventar. Fackel können wir da lassen. Das Campfire setzen wir demnächst. Und Wooden Armor, das werde ich auch noch machen. Ich glaube, das kann gar nicht so schlecht sein. Wooden Bow. Was soll ich denn da machen? So, jetzt haben wir, glaube ich, eine ganz gute Verteidigung. Das ist wieder, die Blümchen können hier hin. Nektar, Stone kann auch hier rein. So, ich glaube, jetzt haben wir im Grunde genommen... Ah, Pfeile vermisst er. Ah, ja, Pfeile wäre natürlich auch noch ein Trick. Torch. Wooden Armor. Stone, Axe. Hä? Wo sind denn Pfeile? Muss ich die mit der Workbench machen? Wahrscheinlich. Wir gehen jetzt erst noch ein bisschen Material holen, dann gehen wir in den Untergrund, um da auch Wände zumachen zu können. Oh, der ist, glaube ich, nicht gut. Ui, der hat Pfeile. Vielleicht gibt er uns welche ab. Hallo, Raupe. Ich gehe jetzt einfach mal im Kreis.
Vielleicht können wir den abhängen. Hm? Gab's da ein Schwert beim Craften? Stone Club gibt's. Das ist, glaube ich... haben wir nicht genügend. Okay. Damit können wir uns auf jeden Fall irgendwie verteidigen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Stein besorgen. Können wir gerade hier rauszimmern. Wir haben ja die Pickaxe. Wir können natürlich auch in den Untergrund gehen, ne? So. Stone Arrows gibt's. Habe ich die gesehen? Stone, Stone. Ah, Stone Arrows. Tatsächlich. Dann wahrscheinlich auch mit Holz, ne? Stone und Wood. Okay, Wood da rein. Oder doch links? Ja. So, 40 Pfeile. Das langt doch erstmal. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Stein. Und dann können wir uns auch gegen den Typen da oben verteidigen. Habe ich gar nicht gesehen. Aber das ist der Vorteil vom Live-LP. Kann meine Verpeiltheit so ein bisschen ausgleichen. Deswegen habe ich hier diese Napsen im Livestream. Die sagen dann, ey, Mon Ninos, hast du nicht gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich finde das auch gut, dass er so großflächig schlägt. Da, er kann gleich 4 Dinge auf einmal schlagen. Dann nehmen wir auf jeden Fall ein bisschen was mit jetzt. Dann werden wir uns eine kleine Basis da unten bauen, im Untergrund. Hunger habe ich noch, sehe ich gerade. So. So, haben wir. Ich denke, das reicht erstmal. Jetzt holen wir noch ein bisschen Holz. Dann müssen wir uns schon wieder eine neue Axt machen. Ist die Frage, ob man auch die Bäume unterirdisch anpflanzen kann. Ob die da wachsen? So ganz ohne Licht. Ich muss mal das Backpack zumachen. Den nehmen wir noch mit. So, probieren den da unten wegzuknetschen. Oh, das ging schnell. 2 Pfeile. Muss ja gar nicht so lange draufballern. Blub, blub. Oh, nein, schlagen. Nein. Na komm, nimm die Fackel weg. So. Hier ist noch ein bisschen Holz. Das nehmen wir auch noch mit. Grimmig aus, die kleinen grünen Dinger, ne? So, was ist denn das für ein Baum? Das ist ein anderer. Oh, ich zieh mir was an. So. Ein kleines Holzschildchen vor die Brust. Damit wir nicht sofort weggeknetschen. Das müssen wir jetzt lösen hier. Das Gute ist, man kann ausweichen. Kann ich die Pfeile aufsammeln? Das ist ja geil. Na, der braucht nur 2. Was braucht die Raupe? 4. Okay. Alles klar. Goodie. Dann würde ich sagen... Warte mal, da hat nur unten eben geklopft. Haben wir noch Pfeile? Wir haben noch 26, das langt. Oh, Hunger. Ja, warte mal, wir essen was. Wir haben noch was... Wie, mehr nicht? 10. Oh, da müssen wir aber schnell für Essen sorgen. Wer klopft denn hier unten? Ich höre jemanden hier klopfen. Was befindet sich hier unten? Man kann ich mir nochmal neue Pfeile craften? Wooden Arrow. So, es hat jemand gesagt, Rechtsklick. Oh, da haben wir nicht genügend Stein. Das ist blöd. Warte mal kurz. So, klopf, klopf.
Oh, da ist mein Spitzhacke kaputt gegangen. Axe, Arrow, Pickaxe. Crafte gleich mal zwei. So. Pass auf, das gucken wir uns morgen an. Es wird nämlich langsam dunkel. Wir werden uns jetzt in eine Werkbank hier in die Tiefe setzen. Da ist noch einer. Warte mal. Kaputt. Das ist auf jeden Fall effektiv. Was bist denn du? Ein Monsterhase. Irgendwas Mutiertes. Boah. Gottchen. So, wir gehen mal in die Tiefe. So, hier bauen wir uns was hin. Wir craften uns erstmal eine Werkbank. So, jetzt können wir die schon mal setzen. Und die Werkbank, das wird unser Werkraum hier oben, würde ich sagen. Dann setzen wir das Ding... Wo ist denn hier vorne, wo ist denn hinten? Ich würde sagen, das ist vorne, oder? Ja. Setzen wir hier so ran. Oh, hier kommt die Werkbank hin. So, jetzt können wir nämlich mehrere Sachen machen. Wall. Und da können wir nämlich entscheiden, ob das aus Stein oder was passiert. So, jetzt machen wir uns erstmal ein paar Steinwände und dann werden wir hier die Basis so ein bisschen absichern. Oh. Aua. Aua. Falsch. Falsch. Ich habe die Taste nicht gefunden. Was ist denn das? Was haben wir denn da gekriegt? Liegt das Zeug hier einfach drin? Das ist ja wunderbar. Ich habe Fackel gesetzt, wie bescheuert. Warte mal, wir gehen nochmal runter. Wir probieren unseren Kram zu kriegen. Also hell ist es auf jeden Fall. Sag mal, ich hol schon den Kram. Okay. Hat mich der Hund gerissen hier. Also es ist ja noch nie passiert. Das ist ja noch nie passiert. Sag mal, ich mache hier mal die Tür zu, weil jetzt ist dunkel. Jetzt sortiere ich mich erstmal hier. Hat mich... Das war Panik. Schnell Pfeile, Pfeile, Pfeile. Nichts Pfeile, Pfeile, Pfeile. Naja. So, Fackeln machen wir hier auf die 4. Die Spitzhacke hier, den Bogen da. Zack. Und da haben wir Pfeile und der Rest passt schon und die Steine setzen wir jetzt auch. So, jetzt gehen wir. Gehen wir da unten. Die Rüstung ziehen wir wieder an. Die hat uns wenigstens ein bisschen was geholfen. Die Wände gehen. Wieso geht jetzt eigentlich alles automatisch auf und zu? Das verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Was mir auch ein Rätsel ist, wie ich Sachen wegschlagen kann, wenn ich nichts in der Hand habe. Guck mal, es geht alles elektrisch. Wieso denn das? Das verstehe ich nicht. So, zack, hier machen wir die Wände zu. Und hier machen wir auch erstmal zu. So, ich glaube, hier mache ich auch die Wand zu. So, dann haben wir zumindest schon mal den Bereich haben wir hier abgesichert. Hier machen wir noch was zu. Da ist, glaube ich, eine Tür drin. Das sehe ich noch nicht so. Müssen wir alles mal ein bisschen ausleuchten. Okay, hier ist auf jeden Fall zu. Da, dann mache ich hier noch zu. Das können wir ja später alles noch ausbauen. Und hier noch ein Steinchen rein. So, jetzt haben wir zumindest den Bereich. Das haben wir alles gesichert. Ich hoffe, dass die Gegner sich nicht hier durch die Wände spawnen. Und jetzt haben wir zumindest schon mal die Grundlagen. Wir haben eine Werkbank gecraftet. Damit können wir allerhand andere Sachen machen. Und ich muss hier noch unbedingt mal noch eine Fackel weghauen. Und dann schauen wir uns das auf jeden Fall an, was wir machen können. Wir können Türen machen, ein Round Table und ein Chair und ein Floor und eine Chest. Ich denke, eine Truhe zu machen ist wahrscheinlich auch gar nicht so blöd, um da auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen einzulagern. Das dürfte erstmal reichen. Ich weiß nicht, wie groß eine Truhe ist, aber ich stelle die mal
Können wir die auch drehen? Kann man nicht drehen. Okay. Dann setze ich die mal hier oben an die Wand. So. Wie groß ist so eine Truhe? Oh ja, das sollte erstmal reichen für ein paar Sachen, ne? Können wir ein paar Blumen einlagern. Die können wir vielleicht später noch kultivieren, dann an der Oberfläche. Ich würde sagen, das war die erste Folge von Kepler im Let's Play. Und ich finde es sehr niedlich und ich freue mich auch schon drauf, die Tiefen hier zu erkunden. Das ist nämlich ein Unterschied zu RimWorld, denn man kann mehrere Ebenen tief in die Erde rein. Und ich bin am Verhungern, habe ich gesehen. Blinkt rot. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.